Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wonder mit der Spezialwelt. Ich habe mir offscreen Gedanken darüber gemacht, wie ich dieses Video jetzt gestalten möchte und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wirklich einfacher ist, wenn ich einfach jedes Level dran schneide. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle Fades drin lassen werde. Aber das ist für mich angenehmer, als jetzt von Welt 1 in Welt 2 zu gehen, von Welt 2 zu Welt 3, weil jedes einzelne Spezial-Level hat seinen eigenen Eingang und das seht ihr dann, weiß nicht, wenn ihr auf der Karte seht, gibt es 7 Eingänge. Und man kommt von der Mitte aus nicht zu den anderen Welten und das Leveln und das zeige ich euch dann, wenn ich das erste Level hier geschafft habe. Vielleicht nenne ich auch mal die finale Versuch rein, je nachdem. Wir schauen einfach mal. Und dem. Nein, nein! Aber für den ersten Versuch war es gar nicht so schlecht, ne? Okay, das wird gespeichert. Ouch. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ey, warte mal, ich habe doch diesen falschen Münze. Der kommt doch dann mal wieder zum Einsatz. Ui. Elefant. Okay. Das könnte mir jetzt helfen. Das sieht doch nicht. Mal gucken. Ah, das? Okay, so. Dann geht das Level nicht. Okay, wir könnten das schaffen. Wenn ich mich jetzt konzentriere und nicht so viel rede, vielleicht schaffe ich das ja dann. Nein, ab Mist. Ey, komm schon. Okay, mir gut. Das könnte... Vielleicht schneide ich dann wirklich nur jeden Versuch rein, den ich geschafft habe, sonst geht das Video über eine Stunde. Erste Level habe ich ein bisschen geschießt. Toll gemacht. Schön. So, und wie ihr sehen könnt, komme ich von hier aus an keine anderen Level dran. Das heißt, ich muss wirklich jede einzelne Welt betreten, damit wir das bewerkstelligen können. Schaffst du es? Willkommen in der Spezialwelt.
Hier gibt es keine Königssamen, doch du kannst deine Fähigkeiten hervorragend auf die Probe stellen. Bist du bereit, dich der Herausforderung dieser schwierigen Level zu stellen? Ja, wie komme ich denn dahin? Achso. Sind die anderen, ne? Yep, okay. Aufsteller gefällig. Interessierst du dich für Aufsteller? Wir haben eine große Auswahl. Sieh dich doch mal um. Hier kann ich explizit nach eins suchen. Okay. Komm, dann komplementieren wir erstmal Mario. Hey. Kostet zwar etwas mehr, aber dafür... kriegen wir einiges zusammen. Und Daisy können wir noch komplementieren, aber ich möchte Yoshi. Wie viel brauche ich denn noch von Yoshi? Oh, guck mal, noch eines. So, dann kann ich hier schon mal zwei holen. Ja, muss ich mal Oscar mal wieder sammeln. Mal gucken. Kriege ich hier bestimmt wieder einen Doppelten, oder? Natürlich. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Level wieder. Und hiermit sind wir zurück mit dem zweiten Level. Nächtliche Rhythmen. Wie ihr in meinem Leben sehen könnt, habe ich schon bereits welche verloren. Ich habe das Level schon gespielt. Aber ich dachte, nach 20 Minuten machen wir direkt ein neues Video. Und ich möchte tatsächlich mal einmal Online-Spielen aktivieren. Eventuell seht ihr dieses Video auch nicht. Je nachdem, wie lange ich brauche. Also ich sage so, nach 20 Minuten... mache ich ein neues Video. Weil sonst wird das Speziallevel-Video über eine Stunde, das will ich in dem Sinne auch nicht. Nein. Hilfe. Okay, da ist schon mal eine Münze. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Online finden soll, aber okay. Wie kann man denn hier so? Keine Ahnung, wenn man so einen Aufsteller hinstellt. Und das ist mir auch im letzten Video immer passiert. Ja, du.
Boah, es war ein sehr guter Run. Nein, so tief gesprungen. Aber ich werde langsam besser an diesem Spiel. Hui! Yes, ich hab's geschafft. Fantastisch! Merci beaucoup. Holy moly. Dum, 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 dum. Yes! Also in diesem Fall seht ihr dieses Video. Schön. Das haben wir auch auf 100%, ne? Ja, wunderschön. So. Da ist ja noch Aufsteller, ne? Pro 399 Leben. Wo kann ich Aufsteller sehen? Wo fehlt mir denn nur eines? Überall noch einiges. Möchte ich zuerst den roten Yoshi fertig machen? Da fehlen mir nämlich nur noch zwei. Wunderschön. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder zum dritten Speziallevel. Bis gleich. So, bevor wir in die dritte Spezialwelt starten, habe ich offscreen 400 Blumenmünzen gesammelt und ihr seht auch jetzt warum. Denn nach der Hauptstory habt ihr die Möglichkeit, im Shop 4 neue Abzeichen zu holen. Und zwar unter anderem durchgängig Elefant. Jedes Power-Up, das du einsammelst, verwandelt dich in die Elefantenform. Das gleiche mit Feuerblume, Seifenblase, als auch den durchgängigen Bohrer. Und die kaufe ich jetzt einfach mal. Und dann sieht unser Abzeichen ja eigentlich ganz gut aus, ne? Dann fehlt jetzt in uns nur noch eines und das kriegen wir wirklich, wenn wir alles auf 100% machen. Abzeichen fehlen uns, beziehungsweise Aufsteller fehlen uns auch nur noch 27. Also von daher. Sind wir gut dabei, auch das Spiel auf 100% zu komplementieren. Gut, aber lang gefackelt, lang geschnackelt. Wir sehen uns dann gleich wieder in der dritten Level des Spezialweltes. Bis dahin, gleich.
Und hiermit herzlich willkommen zurück zum dritten Spezialwelt mit Wasserfall Spezial Vorsicht Steinschlag. Also, liebe Leute, packt eure Autos woanders hin, es wird gefährlich. Und ich dachte mir, komm, es sind die Spezialwelten. Es ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich Yoshi und Mopsi nehmen würde, weil die keinen Schaden nehmen in dem Sinne. Aber wir haben diese Charaktere noch nie benutzt, deswegen würde ich mal sagen, mache ich jetzt einfach mal den Safe Move und spiele heute mal als Yoshi diesen Level. Wer weiß, ob das überhaupt was bringt. 84 Versuche haben wir. Ja, hallo. Hallo. Mann, wir kriegen keinen Schaden, ne? Yoshi ist immun gegen Steinschlag. Aber wir können trotzdem noch in Abgründe fallen, deswegen. Sollte man das nicht vergessen. Was ist das denn? Einfach so Flipper. Nee. So. Ah, die Sternmünze. Nein, die Sternmünze. Wow. Wäre die runtergeflogen. Ich glaube. Hätte geweint. Aua. Boah, ich krieg doch für neuen Pilzen. Okay. Liebe Leute, könnt ihr mal? Dankeschön. Aua. Okay. Damit ist jetzt das Secret Level ja wirklich einfach. Okay. Toll gemacht. Warte. So, jetzt wunderbar. Okay, das war jetzt ein bisschen easy going. Ich denke mal, ohne Yoshi hätten wir Probleme gehabt. Wobei ich mir dann zugeben muss, dass ich extra nicht aufgepasst habe, weil ich wusste, dass Yoshi keinen Schaden nimmt. Naja. Kann jeder denken, was er möchte, aber ich persönlich fand das jetzt nicht so schlimm. So, damit hätten wir schon mal 3 von 6 Leveln abgeschlossen. Haben wir jetzt noch einen Aufsteller. Den roten waren wir gerade am Komplementieren, ne? Schön. Gut, dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt hier wieder einen Cut. Ich werde offscreen wieder Blumenmünzen sammeln, damit wir ein bisschen mehr Aufsteller kaufen können. Und dann sehen wir uns in der vierten Speziallevelwelt wieder. Bis gleich. So, und hiermit wären wir am vierten Level der Spezialwelt des Wiesn Spezialfreiluftakrobatik. Heute mal mit Mopsi. Und ich würde mal sagen, bei Akrobatik bringt es einen 9 plus Ultra. No Damage eh nix. Und wie ihr oben links sehen könnt, habe ich 999 Blütenmünzen gesammelt, damit wir auch wieder ein paar Aufsteller kaufen können. Vielleicht kriegen wir das auch heute komplett voll. Ja, heute definitiv, weil ich schneide ja alle Level zusammen. Das wird ein sehr langer Part. Kann ich euch jetzt schon sagen. So. Bum, bum. Und hier fängt ja schon mal gut an. Hey. Okay, die erste Münze ist uns schon mal sicher. So. Nein, nein.
Shit. Und kein Checkpoint. Okay, das bringt uns eh nicht viel. Bis dahin ist es ja einfach. Oh, ich habe die zweite Münze gesammelt. Wo auch immer jetzt die letzte Münze ist. Oh Gott, schnell. Ey. Hey, hey, now! Hey, das war jetzt mies. Oh Gott. Whee! Ey, wegen einer Münze habe ich das jetzt nicht auf 100%. Scheiben! Okay. Mist. Wegen der letzten Blumenmünze, ja moin. Dann set ich's. Krass. Na gut, aber ich wäre höchstwahrscheinlich eh gestorben. Mit dem Schaden. Aber andererseits weiß man, dass da kein Schaden kriegt, da spielt man ja eh auf Risiko. Als würde man jetzt einen Charakter nehmen, der Schaden nehmen würde. Okay, die Blume soll ich definitiv ausgehen gleich nach. Aber jetzt hole ich mir erstmal ein paar Aussteller. Stachelkugel Daisy. So. Gelber Ballon tot. Gelber Goomba tot. Und Stachelkugel tot in Gelb. Okay, da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Aber selbst das haben wir jetzt. Wunderschön. So, dann Toadette. Wunderschön. Ich würde mal sagen, das reicht. Uns fehlen nur noch 13. Oh Gott, bei dem Pemblauen, der steht ja so viel. Ich würde mal sagen, das haben wir gleich. Nice. Da fehlt ja nur noch Mopsy. Das reicht locker. Gumba Mopsy. Okay, das sieht gut aus. Aber es macht doch eigentlich... Doch, das macht Sinn. Doch. Die Sachen machen Sinn. Weil das sind ja solche Special Blumen. Items und nicht solche Items, die er einfach so aufheben kann, deswegen. Ja, doch, macht Sinn. So. Danke für deinen Besuch. Du hast alle Aufschläge gesammelt. Zur Belohnung erhältst du eine Medaille. Jetzt hast du schon zwei. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, gehe ich jetzt offscreen einmal die letzte Blumenmünze hier einsammeln. Und dann sehen wir uns direkt im Anschluss
im nächsten Speziallevel wieder. Bis gleich. Und weiter geht's mit dem fünften Level der Spezialwelt, Fungi Spezial Donut Abgrund. Wir jetzt einen Donut essen. Und zwar mit den lieben Luigi. Besiegst du 8 Gegner direkt hintereinander, erhältst du einen One-Up. Okay. Dann schauen wir doch mal. Hallo, ich bin Monablume. Beziehungsweise, heißen die Monablume? Blau oder Blumen? Ich glaube, Blau oder Blumen sind die einzigen Charaktere, die ich wirklich nach dem Projekt vermissen werde. Halleluja, das war knapp. Ja, hallo schön. Das ist die zweite Blumenmünze, das ist gut. Das erste ist eigentlich ganz einfach. Wir fallen. Was lieb, ein bisschen. Hallo schön. Na, wie geht's, wie steht's? Ich komme und rette dich, blaue Blume. Erstmal muss ich mir selbst helfen. Die ganzen Niedermünzen bringen mir jetzt auch nichts mehr. Hallo, bitte sagt mir jetzt nicht, dass das schon war. Nee, oder? Was? Das war ja mega easy. Nice, dann fehlt uns ja nur noch 2 Level. Einmal von Welt 6 und von der Blutinsel. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns gleich direkt bei den nächsten Level wieder. 99 Leben. Na gut, ich habe 97, das reicht. Dann bis gleich. Und weiter geht's mit einer 6. Welt. Magma Spezial. Tempo. 6. Welt. Ich meine natürlich das 6. Level. In Spezialwelt. Eigentlich wollte ich den Charakter wechseln. Kann ich das auch hier machen? Ich wollte eigentlich Charakter wechseln, weil Luigi hat mir schon das letzte Mal, also lass mir doch mal den Zufall entscheiden. Prinzessin Peach, okay. Ja, it's Peach time. Bin gespannt, wie dieses Level ist. Dankeschön, blaue Blume. Boah, blaue Blume. Vertraut uns sehr gut. Wir dürfen blaue Blume nicht im Stich lassen. Ach du liebes bisschen. Och nö. Ihr noch schneller. Ihr seid lustig. Gott. Hilfe. Man hört es auf. Oh, das war knapp. Das war ja richtig knapp. Im Hilfe. Oh, das war auch richtig knapp. Oh, und das war knapp. Geschafft. First try, Leute. First try. Yes. Oh mein Gott. First try, Leute.
Das Video kommt übrigens online, sobald ich alle Level durch habe. Warum sage ich das überhaupt? Wenn ihr das seht, ist das Video schon fertig. Hey. So, dann fehlt uns ja noch das Level da unten. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. So, und weiter geht's mit dem 7. Level der Spezialwelt mit Blüteninseln Spezial Gumbaturnstunde mit dem gelben Tod. Gumbaturnstunde, das hört sich so an, als wäre das ein Level, das so ewig dauern könnte, weil Gumbas nun mal nicht so schnell sind. Oh, das war Skill. Leute, ich habe den Skill ausgepackt. Nee, wie soll ich das denn hinkriegen? Ja? Ihr bist da. Sag knapp. Aber wie soll ich da bitte schon in die Münze kommen? Was erwartet ihr denn von mir? Ach du liebes Bisschen. Aber Gumba. Und weil wenn ich runterfalle oder zerquetscht werde, kann ich alles von vorne machen, weil es gibt keinen Checkpoint in den Spezialwelten-Leveln. Hallo schon. Hallo. Merci beaucoup. Ach Gott. Danke, Wunderblume, du bist der Einzige, der mich glaubt. Ich liebe dich. Wow, bitte komm öfters vor. Solche Motivation kann ich brauchen. Oh my. Oh, das war knapp. Hallo schon. Oh, wie geht's? Nein. Bis später. Meine Knorrstarter sind alle Blumenmünzen, die ich schon gesammelt habe, weg, also nö. Bis später. Jetzt beginnen die Fails. Ich glaube, ich mache die ersten 7 Level in einem Video. Und dann die letzten in einem separaten Video, weil letzte Level wird echt in sich haben. Da habe ich mich schon gespoilert. Komm. Ich glaube an dich. Dankeschön. Dass du an mich glaubst, erfüllt mich voller Glück. Und liebes bis 1, 2, 3. Renn, Gumba, renn. Okay, bis hierhin kann ich stehen, ohne dass mir was passiert. Jetzt renn. Ihr wollt mich verarschen? Ich hab's gut. Ich wollte schon gerade sagen, dass ich es geschafft habe, aber ich hab's nicht geschafft. Leute, wie soll ich das denn schaffen? Leute, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Stelle geschafft habe. Bis dahin, jedes Mal zu spielen, das wird ein bisschen ätzend. Bis gleich. So, Versuch Nummer 2. Ich glaube, ich warte einfach bis der jetzt. Versuch Nummer 2. Ich bin davor schon mehrmals gekommen. Einmal wurde ich auch schon von diesem einem Bomb zerquetscht. Das fand ich jetzt nicht so prickelnd. Nein, ich brauche doch noch die Stange. Ach nee. Okay, die Stange hole ich mir offscreen. Muss eh wieder ein bisschen Leben farmen. Ich kaufe mir einfach Leben. So, dann wird im nächsten Video dann die
verbleibenden Level gemacht. Und dann schneide ich das gleich alles für euch zusammen. Und dann wird dieses Video online gestellt. Halbfinaltest Piranha Reprise. Die Piranhas sind back in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis demnächst. Tüdelü.